Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, es geht endlich los und ich bin die weltbeste Freundin, denn den ersten Adventskalender, den ich auspacke, ist tatsächlich der Vera Werkzeug Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich 2021 hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr merkt, ich muss noch ein bisschen meinen Groove finden und ich bin auch super aufgeregt, weil ich mich so sehr freue. Ich weiß, es ist August, es ist furchtbar und eigentlich sollten wir jetzt irgendwie in der Sonne chillen und so. Aber bei uns ist der Herbst auch eingezogen, deswegen fühle ich mich auch tatsächlich so ein bisschen so, als ob das ganz cool wäre, jetzt Adventskalender auszupacken. Wisst ihr, was ich meine? Es ist verrückt. Und bald kommen auch wieder Spekulatius in die Läden rein. Läuft, ich freue mich wie Bolle und ich werde mir den Bauch damit vollschlagen. Und tatsächlich gibt es schon den Vera Adventskalender. Ich habe den für knapp 50 € bei Amazon bestellt. Wie immer verlinke ich euch die Adventskalender auch unten in der Infobox, auch die, die es aktuell zu kaufen gibt. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, falls ihr gerade Bock habt, vielleicht einen vorzubestellen oder so. Und ja, hier haben wir ihn. Und ich habe mir tatsächlich auch eine Stütze geholt. Das ist ein Barhocker, ne? Den habe ich jetzt dieses Jahr mir mal hier hochgeholt. Der ist normalerweise bei uns im Partykeller. Und hier haben wir einmal das Design von dem Vera Adventskalender. Ich finde, das sieht ganz fancy aus, ne? Also es passt definitiv. Es ist sowohl weihnachtlich als auch irgendwo ein Stück weit ja auf das abgestimmt, was halt drin ist, nämlich Werkzeug. Wir haben jetzt den Weihnachtsmann, das ist ja nicht der Nikolaus, sondern der Weihnachtsmann. Und hier wird auch schon ein bisschen verraten, was drin sein könnte. Eine schwarze Katze ist am Start, ein Tannenbaum ist am Start. Wundervoll, ich freue mich und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Und ja, ich habe mich hier einen Spickzettel hingelegt, auch wenn ich weiß, was ich hier für Produkte gleich in den Händen halten werde, könnte es sein, dass ich es vielleicht dann doch zwischenzeitlich nicht weiß. So, die Nummer 1, wir starten. Und erfahrungsgemäß haben wir hier auch eine Werkzeugtasche drin. Die haben wir dieses Jahr auch wieder hier mit dabei. Finde ich richtig cool. Huch. Ah. Moin. Und ein bisschen Schreiberei. Und zwar haben wir hier eine Werkzeugtasche, die wir dann quasi im Laufe des Advents befüllen dürfen. Schaut so aus. Ist sehr, sehr schön und hochwertig. Ich habe die vom letzten Jahr noch bei mir auf der Arbeit und die wird aber bald nach Hause geholt, weil ein Jobwechsel stattfinden wird tatsächlich bei mir. Und dann ein neues Zuhause finden wird. Hier haben wir dann tatsächlich, das Täschchen und hier haben wir die Möglichkeit, dann die verschiedenen Produkte reinstecken zu können, die gleich im Adventskalender drin sein werden oder eben, wenn man ihn im Advent aufmacht, über den Advent verteilt. Und hinten dran haben wir auch immer die Möglichkeit, das irgendwo zu befestigen. Finde ich sehr, sehr cool, denn hier ist auch noch so ein Klettvieh mit dabei. Und dann kann man hier, das ist so mit Klebezeug befestigt, dieses Klettvieh irgendwo am Schrank oder am Werkzeugtisch oder so befestigen und kriegt dann quasi diese Tasche gefüllt. Nicht verloren. Ich muss gestehen, ich habe meinem Freund ja letztes Jahr dann auch den ein oder anderen Adventskalenderinhalt von den Werkzeug-Adventskalendern geschenkt. Ich glaube, ich weiß noch, wo sich alle Sets befinden. Ich glaube, er hat da wirklich das letzte Jahr gut drauf aufgepasst. So, und ich lege das einfach vor mich hin, dass ich das dann jetzt im Laufe der Zeit befüllen kann. Finde ich ganz schön. Hier haben wir dann auch noch Empfehlungen und Warnhinweise für Klettklebebänder. Läuft, ne? Kann man immer gut gebrauchen, ist nie weg. So, dann wühlen wir uns mal hier durch das ganze Gefüge durch und suchen uns die Nummer 2 raus. Ich muss noch so ein bisschen mehr. Also am Ende dieser ganzen Adventskalendersaison kann ich safe bis 24 zählen. Ab und an vergesse ich dann auch mal im Eifer des Gefechts eine Zahl. Aber hier müsste die 2 sein. Und die ist ganz schön groß. Okay. Ah, guck mal, da kommt schon die Nummer 10, glaube ich, auch mit bei. Ja, manchmal ist das Ganze auch so ein bisschen verschoben, ne? Okay, so. Dann habe ich hier nämlich einen Torx-Schraubenzieher, aber ganz, ganz fein, den man auch hinten drehen kann. Das ist ein Torx 8, jedenfalls steht das hier drauf. Ist schön handlich, also fühlt sich recht leicht an. Ich schaue auch gleich mal kurz, ob ich da irgendwelche weiteren Informationen zu finde. Ich weiß nicht, kann man das rausziehen? Nee, ich glaube eher weniger, ne? Kann man einfach nur drehen, dann
kann man hinten quasi festhalten und vorne drehen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Also wenn man da was zusammenschraubt. Torx-Schrauben halten auch, glaube ich, besser als Kreuz und Schlitz. Also ganz damals gab es ja nur Schlitz gefühlt. Also als wir hier unser Haus renoviert haben, wir haben super viele Schlitzschrauben gefunden und uns tierisch darüber aufgeregt, weil die natürlich schnell ausnackeln. Dann ist man ja irgendwann zu Kreuz übergegangen und mittlerweile weiß man ja auch, dass Torx oder eben der Putzi-Dreif halt auch eine ganz, ganz schöne Geschichte sind. Wobei Putzi ist ja auch was von Kreuz, egal. Und sie labert und labert mal wieder richtig rum. Mikro, ja, nennt sich das einfach. 2067 Torx Mikro und das ist einfach ein 8x60, offensichtlich. Ja, gut, der gehört hier auf jeden Fall mit in die Tasche. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 3. Also safe, wenn ihr einen Mann habt, der ein bisschen Bock auf Heimwerken habt, ne, ihr macht ihn damit auf jeden Fall glücklich. Also das kann ich nur so weitergeben, denn ich habe das auch wirklich von vielen Kollegen reflektiert bekommen. Hier ist übrigens die Nummer 3. Und auch von Freunden aus der Clique, dass sie das irre geil finden würden, wenn die Frau denen das halt einfach als Adventskalender schenken würde. Genau. Hier habe ich wieder einen weiteren Schraubenzieher drin, Schraubendreher. Und wir haben dieses Mal auch relativ wenig Bits hier mit drin, was ich persönlich ganz cool finde. Denn letztes Jahr hatten wir sehr viele Bits in dem Adventskalender drin und jetzt haben wir halt viele von diesen Schraubenziehern mit dabei. Das ist ein Kreuz und vielleicht sogar ist das sogar ein Pozi-Dreif, ich weiß es nicht. Ich schaue mal schnell hier hinten drauf. Ja, es ist ein 355 Pozi, 1x80 steht hier drauf. Und das schaut dann wieder so aus. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist so gummiert von der Halterung her. Und hier haben wir dann einmal die Aufnahme. Ja, finde ich schön. Mag ich leiden. Definitiv. So, die Nummer 4 hatte ich eben beim Vorbeigehen gesehen. Das ist hier auch wieder ein längliches Kläppchen. Oh, es macht mir so viel Spaß, Leute. Ihr glaubt es kaum, ne? Ja, okay. Hier haben wir dann eine etwas andere Geschichte. Das ist so ein, also der ist ganz speziell. Ich weiß gerade gar nicht, ich weiß nicht, ob der irgendwie, irgendwas hat er auf jeden Fall, weswegen der nicht schwarz-grün ist, sondern rot-gelb. Das müssen wir gleich mal gucken. 1000 Volt. Ja, das hat irgendwas mit Voltgeschichten zu tun. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. 160i. Das ist ein 0,4 x 2,5 Schlitz. Der schaut so aus, fühlt sich auch wieder schön gummiert an. Also Phasenprüfer ist das ja nicht, ne? Weil du ja quasi kein, das ist, wenn die so durchsichtig sind, dann hast du einen Phasenprüfer damit dabei. 335, keine Ahnung. Da weiß ich jetzt nicht, warum der so ist, wie er ist. Ich schreibe euch das rein, ich frage gleich nochmal meinen Freund. Der wird mir das sicher beantworten können, weil der ist handwerklich ganz gut dabei. Dann gucken wir uns mal die Nummer 5 an. Das ist der Tag vor Nikolaus und den haben wir hier auch da wieder ein großes Kläppchen. Und ich muss sagen, ich finde es schöner. Ich meine, ja, ne? Gut, wie oft macht eine Frau einen Adventskalender für Männer eigentlich auch? Aber ich finde es schöner, wenn wir große Kläppchen haben, als wenn wir diese kleinen Kläppchen haben mit den ganzen Bits und so. Ich finde es einfach auch schöner zum, dieses Aufmacherlebnis. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich einfach viel schöner. So, hier haben wir ein Produkt drin. Genau, das ist auch wieder so ein Halterungsvieh. Und zwar gehören da, wenn da nachher welche drin sind, Bits rein und auch ein eine Verlängerung, so heißt das Ding, glaube ich, ne? Genau, so schaut das aus. Und das ist halt einfach, damit die ganzen Einzelbits nicht verloren gehen. Das finde ich auch ganz schön, das ist ganz praktisch. Nennt sich BitCheck 7B Torsion Leer MT. Läuft. So, jetzt gucken wir mal, was Nikolaus uns zu bieten hat. Ich bin ja so ein, ne? Für mich sind wichtig die Nummer 1, sprich, wie startet der Adventskalender, wie werden wir in die Thematik reingeführt. Die Nummer 6, Santa Claudia mag Santa Claus und dementsprechend, ne, ist mir Nikolaus auch irgendwie ein Stück weit wichtig. Die Nummer 12 als Halbzeit und die Nummer 24 als Highlight. Das ist immer so meine Denkerei-Geschichte, ne? Aber die Adventskalender-Packer wissen das nicht immer und nicht alle Adventskalender werden dort hergestellt, wo auch tatsächlich der 6. Dezember wichtig ist. Da ist dann manchmal eher der 5. Dezember wichtig. Und ja, ich meine, das war da jetzt auch. Genau, die Nummer 6 ist genau daneben. Ha. Hier haben wir aber was Cooles drin. Mein Freund hatte nämlich eben schon, als der geliefert worden ist, den Inhalt gesehen, denn er war hinten auf der Verpackung abgedruckt und er war schon direkt, yay, das ist total super. Denn damit kann man irgendwie die Bits magnetisieren oder auch die jeweiligen Schraubenzieher halt, ne? Und das ist wohl total super, wenn man, oder Schrauben oder was auch immer, das ist total super, wenn man irgendwas
Handwerkliches damit macht. Das heißt, dann halten die Bits besser und man hat das ja manchmal, wenn man zum Beispiel eine Schraube rausdreht oder dem, ne, mit einem Bit an der Verlängerung, wie auch immer, was rausdreht und dann quasi die Schraube rausgedreht ist, dass sie runterfällt und dann bist du irgendwo oben auf der Leiter und das ist, geht ja einfach tierisch auf den Keks. Und so kann man das ganze Ding schon mal magnetisieren und dann bleibt die Schraube einfach an der, an dem Schraubenzieher halt hängen, ne? Und dann kannst du das halt so rausziehen und kannst es dann in die Tasche stecken. Total praktisch, muss ich sagen, mag ich auch ganz gerne, wenn das Ganze magnetisch ist. Deswegen, das ist wohl ein praktisches Teil, ne? Finde ich cool. So, dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 7. Wo ist sie denn geblieben? Ich freue mich schon so sehr, dass ich so viele Adventskalender hier in nächster Zeit auspacke und die ganze Zeit mit irgendwelchem Klugschlusswissen um mich haue. Okay, hier haben wir ein Bit drin und das hier dürfte auch wieder ein Cozy-Drive sein. Und zwar in der Größe Nummer 2. Ist es ein Cozy vielleicht oder ein Philips? Ich weiß es noch nicht genau. Schwarz, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Sieht auf jeden Fall so aus. Es ist ein Bit, ne? Das ist wundervoll. Putzi hat nämlich auch noch so ein Sternchen-Gedönsen mit drin, damit es besser hält. Und ich glaube, ich sehe hier dieses Sternchen, ne? Ja. Cool. Das ist eine schöne Nummer 7 gewesen. Jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 8 und hoffen, dass der ganze Adventskalender auch dementsprechend abwechslungsreich ist. Wir hatten jetzt ja relativ anfangs sehr viel von diesen ganzen Schraubenziehern hintereinander und jetzt kommen halt erstmal die ganzen Bit-Geschichten. Ich persönlich hätte es cooler gefunden, wenn man das etwas abwechslungsreicher gestalten würde. Ne? Mal so ein Bit, mal dies, das, Ananas. Aber gut, ja, da komme ich mal klar. Das ist eine Verlängerung für, oder eine ja, Bit-Verlängerung. Da kannst du dann das Ding an, was auch immer da nachher drin sein wird, drauf machen und die Bits entsprechend hier vorne drin befestigen. Super. Und das Ding kann man hier wohl reinstecken. An die Seite. Zack. Hat man dann hier auch diese Bithalterung mit dabei. Finde ich klasse. So, dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 9. Das ist schön. Lass mich erfreuen. Das ist hier. Das dürfte dann auch wieder ein Bit sein, weil es so klein ist. Oh. Okay, hier haben wir einen Torx. Und zwar einen Torx 20er. Nicht umfallen. Also auch wieder ein Bit. So schaut er aus. Ja, und Vera hat halt hochwertiges Werkzeug, da können wir uns gar nicht drüber beschweren, ne? Dann gehen wir jetzt mal in den zweistelligen Bereich zu der Nummer 10. Die habe ich noch nicht gesehen, die ist hier unten. Auch wieder sehr lang und groß. Oh ja, hier haben wir dann auch wieder einen, ich brauche wieder mein Öffnungswerkzeug für die Adventskalender, denn ansonsten werden meine Finger irgendwann abfallen. Das tut dann irgendwann einfach weh. Das sieht nicht nur blöd aus, es tut auch einfach weh. Hier haben wir auch wieder einen Schlitz und auch wieder hier diese Drehgeschichte. Ne? Das finde ich echt praktisch. 0,5, 3,0, läuft bei ihm. Ist auf jeden Fall ein Schlitzschraubenzieher. Und das sind halt wirklich so diese mikrofeinen Geschichten. Finde ich auch ganz praktisch. Ich habe tatsächlich letztens erst meinen alten Laptop in Anführungsstrichen in die Werkstatt bringen müssen und da wurde mir die Festplatte rausgebaut und hinten sind halt so kleine Kreuzschräubchen drin und die muss man ja auch irgendwie rauskriegen und ich denke safe, dass ich hier auch einen so feinen Schraubenzieher mit oder Schraubendreher mit drin habe, sodass ich das dann selber machen kann, ne? Weil die Festplatte wurde wie gesagt ausgebaut und die will ich jetzt ja wieder reinbauen. So, okay, ein Hoch auf Expert für die superschnelle Hilfe übrigens. Dann gehe ich jetzt zu der ersten Schnapszahl, zu der Nummer 11, die ist hier oben. Und auch hier haben wir wieder einen Schraubendreher mit drin. Das ist ein ganz, ganz feiner Kreuz. Und zwar ein Philips-Kreuz ist das in 00. Okay, also super fein. Damit kriege ich auf jeden Fall die Schräubchen. Vielleicht brauche ich sogar noch eine Nummer größer, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber das ist super, super fein, ne? Das ist jetzt eher weniger für den regulären Handwerksbedarf gedacht, würde ich jetzt mal so sagen, sondern mehr, wenn du wirklich Feinarbeiten machen möchtest. Weil so große hatten wir jetzt einen hier mit dabei, ne? Und auch den einen Kreuzbit hatten wir hier auch mit dabei. Aber ansonsten, ne, ist das sehr filigran gehalten, was ich persönlich aber auch nicht so schlimm finde. Weil wenn man den vom letzten Jahr hatte, dann hat man da ja auch schon so ein bisschen das reguläre Werkzeug. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Und wie gesagt, das interessiert mich auch immer, was die sich dann dabei gedacht haben. Wenn die Halbzeit befüllen, dann hat man ja schon die halbe Adventszeit rum, sagte sie im August. Da dürfte auch wieder ein Bit drin sein. Na, ja, da haben wir auch, ups, schau.
ein Talks drin, Talks 25. Was ich persönlich übrigens sehr cool finde, ist, dass wir dieses Jahr wirklich gute Halterungen haben. Das heißt, sie stecken ja auch dann wirklich so in dem Adventskalender drin. Ne? Da haben wir ja richtig diese Halterungsviecher. Bei dem letzten Mal war das echt blöd und da sind die auch durch den ganzen Adventskalender geflogen. Die waren dann halt so hochkant reingesteckt und irgendwie so halt reingesteckt. Und das war nicht so haltbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wir gehen jetzt weiter zu der Nummer 13. Die hatte ich eben auch schon irgendwo gesehen. Wo war die denn? Da, relativ groß auch wieder. Ja, auch da haben wir einen Schraubenzieher, einen Schraubendreher. Und das hier ist ein Schlitz. Der ist mir so im handelsüblichen Größenbereich, würde ich sagen. Damit kriegt man auch so Schrauben raus, die hier auch irgendwann mal in den Wänden drin waren. In der Größe 0,6 x 3,5, ja, ist das einfach ein Schraubendreher. Ja, es füllt sich so langsam hier unser Täschchen, was wir hier liegen haben. Finde ich cool. Dann gehen wir jetzt zu der Nummer 13, die in dem Sinne hoffentlich keine Unglückszahl sein sollte. Nö, gehen wir nicht. Die haben wir ja gerade schon geöffnet. Wir gehen zu der Nummer 14. Auch hier haben wir wieder einen Schraubenzieher und oh mein Gott, der ist super fein. Das ist auch wieder ein Torx, hätte ich jetzt gesagt. Torx Micro, aber richtig, richtig fein. Ein Torx 5er ist das, also super fein. Guckt euch das mal an. Also da kann man ja kaum die Spitze erkennen. Wahnsinn. Und auch hier haben wir wieder diese coole Aufnahme, dass du es hinten halt gerade festhalten kannst und hier den Schraubendreher drehen kannst. Was ein Wortspiel. Okay, ja, die Nummer 15 möchte ich jetzt einmal öffnen. Die ist hier an der Seite und die ist auch wieder schön groß. Und da haben wir auch wieder einen Schraubendreher. Und boah, das ist ein Torx 6, also quasi minimal größer als der, den ich gerade gezeigt habe, aber dennoch sehr, sehr fein. Und auch der hat wieder diese Aufnahme hinten, dass man das hier quasi separat drehen bzw. festhalten kann. Finde ich richtig, richtig gut. So, 16 haben wir hier und das dürfte auch wieder ein Bit sein, weil das wieder so ein kleines Kläppchen ist. Ja, seht ihr, das meinte ich nämlich, ne? Die sind da so reingesteckt und gucken dann so raus und die halten auch richtig. Also bislang war auch alles in seinem Kläppchen drin. Hier haben wir ein Philips in der Größe 2 Bit. Das ist tatsächlich auch so eine handelsübliche Größe. Sieht man das? Ich habe das jetzt ganz blöd festgehalten, ne? Nee, so sieht man das, glaube ich, besser. Richtig cool. Ja, dann gucken wir uns mal die Nummer 17 an. Die ist hier. Und hier haben wir auch wieder einen Schraubendreher. Und das ist jetzt auch wieder ein Philips in der Größe 0. Also wieder so ein ganz feiner aus der Micro-Serie. Die Nummer 18 dürfte auch wieder ein Bit sein, weil sie so schön klein ist. Und da haben wir ein Philips-Bit in der Größe Nummer 1 drin. Schaut so aus. Ich finde das übrigens cool, dass wir zwei verschiedene Aufbewahrungsviecher dann auch tatsächlich dafür haben. Ne? Also einmal für die Bits diese Geschichte, einmal für die ganzen Schraubendreher. Und am Ende kann man das hoffentlich alles zusammenpacken. Wir müssen uns das mal angucken. Wir kommen jetzt zu der Nummer 19. Die habe ich hier. Und da stehen wir jetzt kurz vor dem 20er-Bereich. Und hier ist was ganz Spektakuläres drin. Als mein Freund das auf dem Bild gesehen hat, sagt er auch, oder bin ich gespannt drauf, was das sein soll. Nennt sich Joker 6002 und das ist so ein Maulschlüssel quasi, auf der einen Seite in der Größe 10 und auf der anderen in der Größe 8. Ich weiß nicht, warum das Joker heißt, muss ich ganz ehrlich sagen, und was daran das Spezielle ist, Joker Double. Also der hat hier auch nochmal so eine richtig, also auf der einen Seite haben wir hier auch so eine richtige zackige Aufnahme, sodass er dann auch wirklich die Nüsse oder die Köpfe von den Sechskantschrauben zum Beispiel richtig gut halten könnte. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die Sechskantviecher, also dass man das so reinführen kann. Ne? Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich jetzt auch genauso gesehen hat, wie ich das meine. Also hier haben wir quasi die Zähne. Und hier haben wir es dann glatt von der Seite. Finde ich ganz praktisch, so kannst du halt echt mehr Grip haben. Und wenn du das so rumhältst, dass die Zähne quasi nach unten zeigen, Richtung Schraubenkopf, ne? Dann kannst du es echt besser greifen und nach oben hin haut es dir dann eigentlich auch nicht ab. Finde ich schön, du kannst es auch andersrum machen. Muss man gucken, ne? Oder kann man das theoretisch... Nee, du hast ja seltenst so ein
so eine Aufnahme, ne? Sowas habe ich ja eigentlich noch nie wirklich gesehen. Ist ja eigentlich eher so diese kantige. Egal, finde ich aber schön, wird mein Freund sich safe drüber freuen. Er hat es ja auch schon gesehen und fand es ganz ansprechend. Und jetzt kommen wir in den 20er-Bereich rein, also quasi Endspurt Richtung Heiligabend. Da habe ich hier in der Nummer 20 auch wieder ein Bit drin. Das ist ein Pozi-Drive in der Größe Nummer 1. Das ist einer, der so ausschaut. Jo, ein Bit halt, ne? Finde ich cool. Gehen wir zu der Nummer 21 weiter. Und die haben wir hier an der Seite. Ja, wir zerstören dem Weihnachtsmann sein Gesicht. Und hier haben wir auch wieder einen Schraubendreher mit dabei. Das ist ein Schlitz 0,4 x 2,5er. Auch wieder eine ganz, ganz feine Geschichte. Finde ich auch sehr praktisch. Mein Freund macht ja auch viel Modellbau, also für den ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Geschichte und er wird sich mega freuen, wenn ich ihm gleich die Dinge einfach mal zeige und er es anfassen kann. Die letzte Schnapszahl, die Nummer 22, verbirgt auch wieder einen Schraubendreher. Man kriegt schon raus, also eigentlich braucht man gar keine Öffnungshilfe für, es geht noch. Auch hier haben wir ein Kreuz und zwar Philips 350er 1x80 ist das. Und das ist auch wieder eine relativ normale Größe von Schrauben, die man halt auch so in der Hauswand findet, sage ich jetzt einfach mal dazu. Dann gucken wir jetzt den Tag vor Heiligabend an, die Nummer 23, die habe ich hier. Auch da wieder ein Schraubendreher und hier haben wir einen ganz feinen Torx auch wieder mit dabei. Torx 4 ist da die Aufnahme und das schaut dann einmal so aus. Auch hier wieder hinten, ne? Das separate Vieh zum Drehen. Und in der Nummer 24 verbirgt sich immer ein Flaschenöffner, Korkenzieher, was auch immer, irgendwas für Subgeri, Subgera, Subgehopsasa. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir das auch hier wieder drin haben werden. Huch! Ja. Muss ich sagen, finde ich jetzt optisch nicht so wunderschön, ist aber sehr, sehr schlicht gehalten. Das schaut einmal so von der einen Seite aus. Und von der anderen Seite haben wir das dann so. Kann man halt, ne, Kronkorken mit öffnen. Ja, ist schon ganz schön. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal zusammenpacken und dann schauen wir mal, wie das Ganze am Ende zusammen aussieht. Hier haben wir jetzt schon einmal das fertig zusammengestellte Bit-Sortiment, wo die 6 Bits hier oben sortiert sind. Das Ding hier oben kann man einfach umklappen und kommt dann easy peasy an die Bits ran, kann sie rausziehen. Naja, ist ein bisschen fester gesteckt, ne? Muss ich noch ein bisschen ausnackeln und auch wieder reinsetzen, das Ding zumachen und so fallen sie nicht einfach raus. Finde ich ganz cool. Hier an der Seite dann die Aufnahme mit dabei. Das ist sehr praktisch, ne? Passt auch in die Hosentasche ganz gut mit rein. Hier haben wir dann auch die befüllte Werkzeugtasche, wo dann halt bis auf dieses Bit-Sortiment und den Flaschenöffner alles reinpasst. Und das sieht dann einmal befüllt so aus oder kann so aussehen. Ich habe das jetzt auf diese Art und Weise befüllt. Ich glaube, das macht am meisten Sinn so. Ne? So sieht man dann auch alles, was man so braucht. Ich finde das ganz cool und ich denke, mein Freund wird sich auch gleich freuen, wenn ich ihm das gebe. Und wie gesagt, der Flaschenöffner bleibt halt über. Ja, das war jetzt der Vera Adventskalender, den ich wirklich empfehlen kann für Männer, die halt auch... Also im Prinzip, du hast ja auch Standard-Schlitz- und Standard-Kreuzschraubenzieher mit dabei. Es ist aber schon so ein bisschen spezieller, weil du halt auch diese Feinwerkzeuge mit dabei hast. Ob es sich wirklich lohnt, muss man halt schauen, je nachdem, ob der Freund halt sich dafür begeistert oder eben nicht. Für meinen Freund lohnt es sich auf jeden Fall und er bekommt es auch gleich von mir und da wird er sich auch freuen, kann sich hier im Haus damit austoben und ich freue mich, wenn einfach alle Schrauben nicht mehr locker sind. Läuft. Ihr Lieben, das war es jetzt hier auch von mir mit dem ersten Adventskalender für dieses Jahr. Ich freue mich wie Bolle, dass ich jetzt hier mit den Startschuss gemacht habe. Es kommen auch noch ein paar Adventskalender, die es letztes Jahr nicht mehr mit in meine Adventskalender-Präsentationsgeschichte reingeschafft haben. Genau, die kommen jetzt so in der nächsten Zeit auch noch. Da habe ich Glossybox, Goodiebox, dies, das, Ananas, ganz schön viele noch. Und jo. Aber es kommen parallel dann halt auch schon welche von 2021. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Yay! Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!